Tun Obenbrot so einen richtig schönen Röckerfisch, wie hier bei uns in Land, könnt ihr Dach für Dach ganz frisch hem. Da gibt das wohl kein See, wo nicht auch ein Fischer sin Röckerei hätt. Carsten Prien wär für uns in Eckern Föhr an Windebüer nur und hätt dort sin Näs in der Röckerei Mart rinstecken. Morgens klock söm hätt Franz Mart allang dat Föhr an Bört den Fisch wuschen und obsteckt. Nu schaut dat losgehen mit Röckern und dat is bestimmt nie so licht. Naja, das muss man immer so ein bisschen nach Gefühl, ne? Und man nimmt Erlenholz, Birkenholz und mit den Eikenholz und von anheizen, morgens den Ofen schon warm kriegen, nimmt man dann hier so ein Pappel oder nur Eschenholz. Tannenholz und so, das kommt nie in Frucht, weil der Fisch dann nie schmeckt. Also gestern der Fisch durch und dann war das früher ein bisschen mit Erlenspülen abdeckt. Damit Feuer und Qualm zusammen kommt und damit die Fische die schöne goldene Farbe kriegt und Ohr wart. Der zweite Mann ist auch aldor, bi Neonlicht ist Hendrik Ma, do bide Fisch zu slachten, guten Muck de öllere Bruder eins Chlor für den nächsten Fang. Franz fischt und rökert, Hendrik fischt und verhökert. Der beiden zusammen hebt dat hele Windebüer nur Pacht von der Stadt Eckern Föhr, just so as früher Vater und Großvater. Bloße zwei allein dürft den Fisch oder nur Rut recken, das sind Moränen, Zander, Karpen, Barsch und Ohl. Dafür gifteten Bach Stammkunden ringsum, auch das ein oder andere Restaurant. Die Martbrüder habt sich wie Wind und Wetter in gute Reputation mogt. Und man ist ja selbstständig, man kann sich das ja entdehlen, wie man das will. Man muckt morgens mal ein bisschen früher und dann kann man abends auch mal wohin gehen oder wenn das eben anfällt, dann muckt man abends im Sommer beteilen oder. Solange das hell ist, muckt man was und dann muckt man am nächsten Tag eben ein bisschen weniger. Wenn das Uden Schornstein so richtig schön Rutqualm deit, dann sind die Feinsmeckers oder Novaschab liegs oben weg. Mittewegen wart rökert bi de Marz und klocktein geht dat los, denn ist de Fisch goor und de Kunden sind auch all doa. Old waren de Hidden Moränen hier nie. Ut Silber Gold mogen, so nömt de Fischer ut Eckern für de Rökerie. Und Franz Maat ist mit seinem Kopf all der Buden ob das Windebüer nur. Wenn das schon so langsam alles so ein bisschen grün war und man merkt, dass das Ruder ein bisschen Temperatur kriegt, das ist die schönste Zeit eigentlich. Und dann, dass so ein bisschen Leben wieder rinkommt in den See. So cool das nu war, das ob du er nie blieben. Und tuschen wohl Franz Maat sowieso mit kein anderen.